Ein Hoch auf Oskar Mazerat, denn die Blechtrommel ist nicht tot. Das ist sehr auffällig bei der Schwerlastachse im Allgemeinen und bei der Pendelachse im Besonderen. Aber wieso hat es gerade im Umfeld Schwerlast die Scheibenbremse nicht aufs Treppchen geschafft? Nun, warum die Bremstrommel gerade beim Tieflader so dominant ist, hat im Wesentlichen nur einen Grund, und das ist der Platzmangel, respektive beim Tieflader der Höhenmangel. Die Trommel baut sehr niedrig, aber auch sehr breit und kommt so auf eine mehr als ausreichende Bremsperformance und Standzeit. Aber der wesentliche Grund ist, dass der Bremszylinder seinen Platz quasi zwischen den Trommeln findet und es braucht davon nur einen. Die Kombination Bremssattel auf der Scheibe plus dem angeschraubten Bremszylinder würde deutlich mehr Platz verbauen und es braucht derer zwei. Ein weiterer platzsparender Grund ist die geringe Spurbreite der Achse selbst. Die beträgt im Standard 540 mm und im Minimalfall sogar nur 495 mm. Somit verbleibt zwischen den Achsen jede Menge Platz nach unten für zum Beispiel die lange Baggerarmschaufel, quasi analog zur Wanne des Krone Coiliners. Nochmal zurück zum Stichwort Ladehöhe. Die Gigant-Pendelachse kann sowohl 19,5 als auch 17,5 Zoll Felgen aufnehmen. Und so kann der Fahrzeugbauer mit nur einem Achstyp unterschiedliche Fahrzeugkonzepte je nach gewünschter Ladehöhe und Tragfähigkeit realisieren. Wobei die Tragfähigkeit eines Reifens nicht nur von seiner Größe und somit der Luftmenge abhängt, sondern auch von der gefahrenen Geschwindigkeit. Und bei der letzten Meile wird in der Regel nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren, wodurch die Tragfähigkeit des Reifens natürlich ungleich höher wird.